Kennst du das in deinem Leben, dass es Menschen gibt, die dich richtig striezen, die in einer unerwartet aggressiven Art dich provozieren, herausfordern, verletzend vielleicht? Es sind Leute, die mit dir in einen verbalen Streit hineingehen wollen. Jeder kennt das. Und vor vielen Jahren gab mir mal jemand ein interessantes Bild dafür. Der sagte, stell es dir so vor wie ein Junge, der mit einem Fußball gegen eine Mauer kickt. Die Mauer ist hart, die Mauer ist so stabil und der Effekt ist, dass der Ball einfach zurückprallt. Und so kann der Junge dauernd und ständig weiterspielen. Der Ball prallt genauso zurück, wie er ihn draufgekickt hat. Wenn du jetzt beispielsweise ein Laken dir vorstellst, das an einer Wäscheleine hängt und du schießt da drauf, dann prallt der Ball nicht zurück, sondern der fällt plumps einfach auf den Boden, weil das Laken weich ist, weil es nachgibt. Und das macht er 2-3 Mal und dann hat er den Spaß an der Sache verloren. Und das ist ein interessantes Prinzip, was wir auch in der Bibel finden. Wenn dir jemand mit Gemeinheiten begegnet, dich provoziert, aggressiv auf dich zugeht, einfach nicht im gleichen Maße, im gleichen Stil zurückantworten, denn das sorgt nur dafür, dass du so einen ständigen Ping-Pong-Effekt hast, sondern einfach das Ganze ein bisschen ins Leere gehen lassen. Wir lesen im Alten Testament, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Und das ist genau der Punkt. Lass es abwenden, lass es ins Leere gehen, lass es an dir vorbeigehen. Lass es so sein, als ob es dich gar nicht berührt. Das sorgt am ehesten dafür, dass das Ganze dann aufhört und in nichts ausläuft. Wir lesen weiter. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Die sanfte Zunge, die freundliche Reaktion, hat eine durchaus große Kraft, eine Macht. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Eigentlich ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn wir genauso zurückreagieren, wie man uns begegnet. Ist ein Zeichen, dass man da noch nicht sehr weise ist und noch nicht gelernt hat, das in richtiger Weise darauf zu reagieren. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Das lesen wir im Kolosserbrief. Und das heißt nicht nur, dass wir diejenigen sind, die das als erster Schritt tun, sondern überhaupt, auch wenn uns jemand begegnet, dass wir eben nicht so reagieren, wie er uns angeht. Ich glaube, dass dies ein Wort ist, was einige von euch einfach hören müssen, ja? Damit ihr versteht, es ist gut, Dinge einfach an sich vorbeigehen zu lassen, überhaupt sich nicht anzunehmen, ins Leere gehen zu lassen und im Grunde genommen zu sagen, der Herr segne dich und das Thema damit bewenden zu lassen. Ich glaube, wenn du aufhörst, immer in diesem Ping-Pong-Effekt zu bleiben und es genauso zurückzuzahlen, wie es dir begegnet ist, dass du auf ein ganz anderes Level kommen kannst. Und ich glaube, Gott hat mehr für dich.